Weil ansonsten brauchen wir diese Ebene dann eigentlich gar nicht mehr. Genau. Alles andere kommt dann tiefer hin. Also ja, hier drunter kommt dann gleich nochmal so eine Ebene mit einem großen Essenssaal. Dann kommen hier die eben, hier kommt dann die Nahrung, die fertige Nahrung, das fertige Trinken wird da hier eingelagert. Und in die Richtung geht es dann zu den Schlafräumen. Genau. Und das können wir dann alles hier einplanen. Wir müssen außerdem dran denken, uns mit dem Refuse nicht zu verkalkulieren. Der Refuse-Stockpile, den werden wir wahrscheinlich hier unten in die Ecke packen. Das bedeutet, wir müssen nur darauf achten, dass wir nicht in den Refuse-Stockpile rein Zimmer bauen. Aber ich glaube, bis wir den Refuse-Stockpile dann anlegen, so viele Zimmer brauchen wir gar nicht, bis wir den Refuse-Stockpile anlegen. Genau, so wollte ich sagen. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haupthalle. Dumm, dumm. Ja, genau, hier wollte ich noch Downward Stairway. Das will ich ja auch gleich noch schnell planen. So. Ich könnte theoretisch hier meine große Trainingshalle gleich einrichten. Etwas weiter weg vielleicht wäre nicht schlecht. Weil hier hätte ich fast schon genug Platz. Oder ich richte meine Trainingshalle hier ein und sage dann einfach hier geht's nach links und rechts weg. Also wenn ich sie hier einrichte, dann kann ich das Krankenhaus da. Nö, ich würde schon gern die Baracken hier unten haben. Oh ja, das ist eine gute Idee. So. Ist etwas knapp bemessen, aber dürfte gehen. Also wenn wir hier den Trainingsraum einrichten. So. Können wir hier Baracken machen? Also sagen wir mal, wir machen das ganz einfach so. Wir machen genau hier und dann hier einen Weg runter und richten dann hier immer so große Baracken ein. Also hier die erste. Ich glaube, ich deute die erste schon mal richtig an. So. Die ist dann so groß, wie wir es ja kennen. Hat, glaube ich, wenn ich noch richtig weiß, haben die immer in der Mitte so ein Teil gehabt, genau. Und die waren dann halt eben so aufgeteilt, so. Dann kam der Gang und dann kamen nochmal drei Zimmer. So oder so ähnlich. Ja, ich denke mal so. Also das ebenso die Zimmer waren. Ich mache das mal mit der Maus. Das geht, glaube ich, schneller. Ups. Oder auch nicht. Wenn ich das mit der Maus so hier mache. So hier so Zimmer deklariere. Hier drei. Und hier drei. Also hier vier, hier drei. Sieht das Ganze ja so aus. So. Der Rest wäre dann massiv. So. Nee, so passt das nicht ganz. So war das, glaube ich, genau so. Und dasselbe nochmal auf der anderen Seite, also so, so, so und so.
Zimmerchen. Und dann hier die Zimmer, 3 Stück. Genau. Und so. Dann wäre das hier die erste Baracke und solche könnte ich dann immer wieder nebendran setzen. Also hier runter zu's. Noch 2 Stück dran setzen. Hier passen ja 14 Leute rein. Könnte ich sogar auf 10 beschränken. Also indem ich nur so viele Räume mache, dann passt da genau 1 Squad rein. Wenn ich das dreimal mache, habe ich für 3 Baracken für 3 Squads. Mit ihren privaten Hallen und dem großen Trainingsraum mit den Archery-Ständen und allem. Das wäre die Idee. Und dann kommt halt hier oben noch das Krankenhaus hin. Also, wie immer 3 und 5. Weil ein Krankenhaus hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht eingeplant. So. Genau. Und von hier aus und hier aus erreiche ich dann eben die Gänge. Die Sicherheitsgänge. Sehr schön. Also ja, ich kann dann hier oben noch die Wege nach da oben und alles. Das kann ich dann von hier aus erreichbar machen, von den Militäranlagen. Wenn es dann mal so weit ist, natürlich. Aber soweit lassen wir es mal. Wir nehmen hier nur kurz den Durchbruch weg, damit sie die Miner nicht auf die Idee kommen, da alles ausminern zu wollen. Die sollen sich lieber um das Gebiet hier kümmern. Deswegen Designation X, Remove Designation. Kommen auch hier mal. Ach nee, machen wir das nicht so. Kommen auch hier die Durchgänge erstmal weg. So. Dass sie sich darauf konzentrieren, dass wir so schnell wie möglich Farmen kriegen. Was macht mein General? Der ist gerade mit irgendwas beschäftigt, nur nicht mit Holzfällen. So, und ansonsten läuft das Ganze ja. Hm? War da irgendeine Nachricht? Nein. Gut, jetzt geht es schon mal voran. Wir haben dann noch die Hippos und die Raben. Wobei, die Raben sind ja nicht gefährlich. Die Hippos könnten eher das Problem sein. Springender Karpfen? Langfisch? Achso. Lungenfische. Tigerfisch? Achso, der ist dort hinten. Tigerfisch, Hippos. Die Hippos, die könnten... Auf die müssen wir aufpassen. Und da sind Flussotter. Aber wenn wir Glück haben, verdünnisieren sich die Hippos einfach. Irgendwann mal. Wenn nicht, dann haben wir sie halt als Nachbarn. Müssen wir gucken, von wo aus wir dann die ganzen Sachen speisen. Die Raben, wie gesagt, sind auch nicht so schlimm. Jedenfalls nicht so schlimm wie Chaos. Ja, da hatten wir auch in der ersten Staffel so unsere Schwierigkeiten mit Chaos. Aber im Augenblick sieht es ganz gut aus. Im Augenblick bin ich noch ziemlich zufrieden. Ich sollte es aber nicht verschreien, sonst kommt gleich ein Drache angeflogen. Dann wird das hier nicht die zweite Staffel, sondern die Smaug-Staffel. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Und kommt ihr da unten klar? Ja, ihr haulert hier schön. Jawohl. Und wenn ich mir so überlege, verschiebe ich den Gang vielleicht
mache ich ihn eins enger. So. Genau. Ihr minert hier schön, habt gechannelt. Die Rampen können wir dann zum Schluss entfernen. Okay, wir sind nah am Wasser. Das ist schön. Wir haben ein ziemlich ebenes Gebiet. Was eigentlich auch schön ist. Da müssen wir uns nicht so sehr um Klippen Sorgen machen. Wir haben halt keinen natürlichen Klippenschutz. Das ist wiederum das andere Übel. Aber wir können uns dank Mauern und Burggräben und dank der direkten Wasserversorgung können wir uns eine andere Art von Verteidigung bauen. Ja. Und man sieht ja schon an meiner Planung, dass ich alles ziemlich anders plane. Ich will jetzt nicht mehr in tiefere Ebenen einfach so vorstoßen, sondern ich will gucken, dass ich gerade meine Wirtschaft und so weiter auf kompaktere Art baue. Also ja, hier kommen die Küchen hin. Hier kommt dann das Speisesaal mit den Schlafsachen hin. Und dann kommt eins tiefer, kommt in die Handwerksberufe. Ja. Genau das ist der Plan. Deswegen warte ich jetzt erstmal darauf, dass die mir hier die Haupthalle freiräumen, dass wir unsere Vorräte und alles unter den Berg bringen können. Den nicht vorhandenen Berg. Ja, das hier ist der Erebor 2.0. Wir sind nicht der einsame Berg, wir sind der nicht vorhandene Berg. Ja. Nur mal so zum Thema, weil ja demnächst der letzte Hobbit ins Kino kommt. Oder schon ins Kino gekommen ist, wenn diese Aufnahme öffentlich ist. Ich hoffe mal, dass ich bis Weihnachten, naja, bis Heiligabend werde ich auf jeden Fall mit Grimwalk durch sein und die ersten War Fortress Folgen hochstellen. Also, so tragisch ist das nicht. Und unser Eingang fängt an zuzuwuchern. Was sagt die Küche? Die Küche sagt auf jeden Fall, du solltest mir nicht das Trinken verkochen. Und das braubare Zeug, das solltest du mir auch nicht unbedingt verkochen. Prickleberries, Loglandgrass, wir haben ein bisschen was, was wir brauen können. Und die Samen können wir dann natürlich verkochen. Hey, die Hippos sind abgehauen. Die wollten wohl nicht uns in der Nachbarschaft haben, hä? Was mir gerade so auffällt, ich habe verdammt viel Pause gemacht, deswegen haben wir noch den 8.1. des Jahres. Okay. Gut. Das ist eine Etage höher. Ich muss nach der tieferen Etage gucken. Ja, genau. Hier wird eigentlich nichts mehr wirklich hingestellt. Das heißt, theoretisch können wir dann... Ja. Das werden wir alles sehen, wenn es soweit ist. Also wir können auf jeden Fall hier in dem Bereich hier mehrere Wäldchen dann platzieren. Dum, 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 dum. Und ich mag die Melodie. Also ja, Soundsense hat schöne Musikstücke für das Spiel, die teilweise auch sehr passend sind. Vor allem die Word Creation Musik mag ich besonders, auch wenn YouTube mir die irgendwie indiziert. Jedenfalls beim der ersten Staffel hat YouTube da gemeckert, was ich schade fand. Aber das ist leider so, damit müssen wir alle leben.
dass da irgendwelche Drittanbieter kommen können und